Alma Technologies. Augmented Reality as a Service. Mit AR-Brillen und innovativer Software hat sich das junge Startup aus der Schweiz das Ziel gesetzt, Unternehmen bei Service- und Wartungsaufgaben mit Augmented Reality-Technologie zu unterstützen. Gegründet 2021 von Studenten und Forschern der ETH Zürich und der Cambridge University, hat es das Startup in kurzer Zeit geschafft, erste Prototypen zur Marktreife zu bringen. Bei der Entwicklung und Konstruktion der Augmented Reality-Brillen setzt das Unternehmen auf die 3D-CAD-Software Creo Parametric. Dank unseren Augmented Reality-Brillen, die wir hier in der Schweiz entwickeln, sind wir in der Lage, Frontline-Workers direkt mit Experten zu verbinden. Das ist sehr wichtig, weil normalerweise die Experten von A nach B fliegen müssen, das sehr viel Zeitaufwand generiert und wirklich auch Kosten, die man einsparen möchte. Dank unserer Brille sind wir in der Lage, den Frontline-Worker direkt Instruktionen zu geben durch einen Experten und dass sie gemeinsam ein Problem lösen können, als seien sie im selben Raum. Bei Almer verwenden wir PTC Creo als Gesamtlösung für uns, was uns eigentlich sehr viel hilft, was die Modeling-Bereiche angeht. Wir haben sehr viele komplexe Bedarf, um komplexe Systeme zu modeln. Und wir haben auch schon sehr viele andere Software vorher ausprobiert und sind auf PTC Creo gekommen, da es einfach die beste Allgemeinlösung für uns darstellt. Wir hatten auch externe Personen, die für uns gearbeitet haben und alle auch PTC Creo verwenden, wodurch uns eine direkte Einführung ins System perfekt ins Bild gepasst hat. Ich unterstütze Almer Technology in der Konzeptphase. Ich kann hier sehr viel Erfahrung einbringen von meinen 25 Jahren, wo ich schon auf Creo arbeite. Und ich habe schon vieles gesehen, auch in der Produktentwicklung, und habe viele Startups schon unterstützt und auch zum Erfolg gebracht. Ja, wir haben vom Design bis eigentlich zu den ersten Prototypen alles auf Creo modelliert. Das war uns sehr hilfreich, weil die Teile sind sehr komplex und es ist alles sehr kompakt. Wir konnten auch die Bewegungen simulieren und wir haben sehr viele Prototypen gemacht und immer wieder ausgedruckt. Und Creo hat uns erlaubt, dass wir hier sehr schnell iterieren konnten, ausprobieren konnten. Und es ist auch wichtig, dass man ein Tool hat, das einem erlaubt, wirklich auch sehr schnell auch solche komplexe Geometrien zu modellieren und umzusetzen. Die Parametrisierung, die hilft uns da sehr, dass man mit diesen Flächen dann immer noch rumspielen kann, die verändern kann und da wirklich jeden Millimeter rausholen kann, weil die ganze Integration, Elektronik, Optik, das ist alles sehr kompakt und das ist eine große Hilfe. Die Zusammenarbeit mit INEO empfinde ich sehr angenehm. Die sind wirklich sehr kompetent und jedes Mal, wenn ich eine Frage habe, reagieren sie sofort. Auch die Schulungen sind sehr gut und ja, mit INEO habe ich wirklich einen guten Partner gefunden, der mich unterstützt in meinem Business. Der nächste Schritt nun ist es, 200 bis 500 Brillen zu produzieren und auch an die Industrie zu verteilen. Dank Creo sind wir in der Lage, direkt alle Modeling-Daten, die wir schon haben, zu übernehmen und dies auch direkt zu verwenden für Molds, welche nötig sind, auch um die Produktion aufzuskalieren schlussendlich. Dank unserer großen Anzahl an ausgelieferten Brillen sind wir in der Lage, alle Feedback zu sammeln und in unsere nächste Generation einführen zu lassen. Dank diesen Feedbacks, die eingebaut werden, sind wir in der Lage, eine nächste AR-Brille zu entwickeln, die noch kompakter ist und noch mehr auf die individuellen Wünsche eingeht unserer Kunden und dadurch noch mehr Mehrwert generiert.